Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen hier zum vierten Teil der Saga Einsteigerreihe in der kleinen Taverne und mit Part 2 unseres ersten kleinen Spiels. Im ersten Part haben ja unsere großen Königreiche in Form der Wikinger schon mächtig zugeschlagen und heute machen wir mit den nächsten Zügen weiter und den Anfang machen die Untoten. Wir starten natürlich in der Befehlsphase und ermitteln erstmal, wie viele unserer 8 Sagewürfel wir werfen dürfen. Wir haben einen Kriegsherrn, wir haben eine Einheit Veteranen, die noch wenigstens ein Modell groß ist. Wir haben eine Einheit Kreaturen. Wir haben unseren Helden, den Schwarzen Ritter, der gibt allerdings keinen Sagewürfel. Und wir haben eine Einheit Krieger. Das macht also 1, 2, 3, 4 Sagewürfel für uns zum Werfen. Wir schnappen uns also 4 der verfügbaren Sagewürfel und werfen diese und können mit denen jetzt unsere Befehlsphase gestalten. Da bei den Untoten der Nekromant gleichzeitig Kriegsherr und Magier ist, bekommen wir für ihn 2 Magiewürfel. Ihr wisst ja noch, einen generell und einen für jeden Magier, den wir haben. In diesem zweiten Part des Spiels gucken wir uns jetzt auch mal die Saga-Sonderfähigkeiten an. Die Saga-Basisfähigkeiten, wie diese Grundaktivierungsfähigkeiten, die findet ihr auf jedem Board, ebenso den Magiebonus und den Aktivierungspool in ihrer der Magie. Aber die Sonderfähigkeiten, die stehen hier unten und die haben eine Unterscheidung zu den Grundfähigkeiten, denn die können nur einmal pro Spielzug aktiviert werden. Da könnt ihr auch nur einmal Würfel drauf ablegen. Da gibt es dann auch neue Aktivierungsworte, wie zum Beispiel Nahkampf. Hier und da müsst ihr mal aufpassen, manchmal sind Beschränkungen drin, wie zum Beispiel hier Krieger oder Zombies. Das heißt, ihr könnt es nur mit diesem Einheitentyp nutzen. Und es gibt spannende Aktivierungsworte, die auf Reaktion enden. Zum Beispiel hier Befehlreaktion. Und Reaktion heißt immer, ich mache was im gegnerischen Zug. Und dann nehmen wir uns einfach einen unserer inaktiven Sagerwürfel und platzieren den so wie gedacht da drauf. Und wenn mein Gegner dran ist, kann ich das in seiner Befehlsphase in dem Fall spielen. Es gibt da aber noch weitere Reaktionsfähigkeiten, die haben wir jetzt auf dem untoten Board nicht so drauf, aber da gucken wir nochmal bei den großen Königreichen kurz rüber. Da haben wir zum Beispiel Nahkampf- bzw. Fernkampfreaktion. Das heißt, das kann ich spielen, wenn der Gegner einen Fernkampf auf meine Einheiten macht. Oder eine Aktivierungsreaktion. Das kann ich einsetzen, wenn der Gegner eine Einheit aktiviert. Der Text darunter definiert dann ein bisschen genauer, wann ich das tatsächlich, für welche Aktivierung ich das einsetzen kann. So, in der Befehlsphase geht es natürlich darum, jetzt den Zug möglichst sinnvoll zu planen mit den Würfeln, die ich zur Verfügung habe. Das heißt, ich gucke mir das Spielfeld an und muss mal schauen, was so meine Optionen sind. Ich bin mit allen Einheiten innerhalb von L zum Gegner, das heißt Truppenverschiebung kann ich in diesem Zug vergessen. Diese Bogenschützen hier sind ziemlich lästig, da müssen wir uns was für überlegen. Könnten wir zum Beispiel mit Magie beigehen. Und diese Veteranen hier, die sind ordentlich in Reichweite von unseren Kreaturen. Also wenn wir wollten, könnten wir da ordentlich reingehen. Auf der von uns aus gesehen rechten Seite haben wir unsere Krieger und die Krieger der großen Königreiche. Allerdings sind wir schon etwas dezimiert. Von daher muss man auch genau überlegen, was man da macht. Nun haben wir aber unsere Würfel zur Verfügung und müssen die jetzt möglichst sinnvoll platzieren dafür. So, was wir in diesem Zug mal machen werden, ist, dass unsere Kreaturen da die Veteranen angreifen. Denn 3 vierbeinige Kreaturen sind ein ganzes Stück mächtiger als die 4 Veteranen. Ich habe eine Reichweite von L, wenn ich angreife. Das gilt genau für berittene Einheiten wie eben auch für vierbeinige Kreaturen. Und die Besonderheit ist, wenn ich nicht angreife, sondern mich einfach nur bewege, also nicht in Feinkontakt komme, dann könnte ich daraus sogar 2 M-Maßstäbe machen, was mir ein bisschen mehr Flexibilität ermöglicht. Aber in dem Fall reicht uns die Angriffsreichweite von L vollkommen aus, um auf die Veteranen zu gehen. Und vor allem, wenn die platt sind, stehen wir schöner am Kriegsherrn und können den in der nächsten Runde gleich mit wegmoschen. So, wie aktivieren wir jetzt die Kreaturen? Wir könnten sie mit Folgt mir des Kriegsherrn zum Beispiel aktivieren. Das ist definitiv eine Option. Wenn wir mal auf unser Board gucken, sehen wir, dass Kreaturen über die Kämpferfähigkeit, also genau wie Krieger, aktiviert werden. Und dafür brauchen wir ein seltenes oder ein häufiges Symbol, also quasi eine 6 oder eine 1. Wir haben dieses häufige Symbol. Könnte man jetzt überlegen, machen wir Folgt mir, nehmen wir den Würfel. Wir nehmen jetzt einfach mal den Würfel und legen den da drauf. Zur Not nutzen wir den nachher für die Krieger. Apropos Krieger, die haben ja ein Modell verloren. Nun sind wir aber zum Glück Untote und
weil wir Sonderfähigkeiten spielen wollen, haben wir eine ganz tolle und die heißt Nekromantie. Dadurch können wir uns gleich mit dem mittleren Symbol einen Krieger zurückholen. Was machen wir mit dem letzten Würfel? Tja, aktivieren könnten wir damit Bauern, die haben wir nicht, oder eben Veteranen. Und jetzt mal angenommen, bei den Veteranen der Wikinger bleibt was stehen, dann könnten wir doch einfach mal mit unseren drei verbliebenen Veteranen da reinrennen und die Reste aufwischen. Das ist doch erstmal ein Plan, auch wenn es taktisch jetzt vielleicht nicht 100% das Sinnvollste ist, aber ich glaube, so kann man den Zug erstmal gestalten. Und unsere Befehlsphase wäre jetzt damit zu Ende. Natürlich macht es Sinn auch zu gucken, was hat denn der Gegner noch auf dem Board. Das Board der großen Königreiche ist jetzt allerdings leer, deswegen muss uns das erstmal nicht weiter beschäftigen. Frisch in der Aktivierungsphase spielen wir natürlich auch gleich eine Saga-Sonderfähigkeit mit dem Stichwort Aktivierung. Das ist nämlich das, was wir brauchen, um Sachen in der Aktivierungsphase zu spielen. Und zwar Nekromantie, mit dem wir jetzt bis zu zwei Kriegermodelle Informationen zurückbringen können. Da wir nur einen verloren haben, reicht uns der eine in dem Fall dann aber auch aus. Den auf Kämpfer platzierten Würfel nehmen wir jetzt dann doch für die Krieger und aktivieren nachher die Kreaturen lieber über Folgt mir. Und aktivieren diese Krieger für eine Bewegung, denn wir wollen uns ja auf den Feind zubewegen. Jetzt könnte ich sie ins Feld schicken, dadurch reduzieren sie allerdings ihre Reichweite auf einen kurzen Maßstab. Von daher gehen wir lieber ums Feld drumherum, dann bleiben wir bei einem mittleren Maßstab. Legt also den Maßstab an und bewegt dann Modell für Modell den Maßstab entlang. So, vorsichtig bei der Bewegung jetzt, denn sobald ihr in der Bewegung das Feld berühren würdet, gilt für die komplette Einheit, dass sie ihre Reichweite auf kurz reduziert. Deswegen müsst ihr immer schauen, dass ihr euch an dem Gelände oder anderen Modellen entsprechend vorbei bewegt. Am Ende müssen alle Einheiten innerhalb eines kurzen Maßstabs um das zuerst bewegte Modell stehen. Der Schwarze Ritter hat wie nahezu alle Helden die Sonderregel Entschlossenheit, kann sich also kostenlos selber aktivieren. Brauchen keinen Würfel dafür und so aktiviert er sich selbst für eine Bewegung. Wie wir im letzten Teil gelernt haben, hat der Kriegsherr die Sonderregel Folgt mir. Das heißt, er kann einer Einheit innerhalb von einem kurzen Maßstab eine Aktivierung verpassen, die keinen Sagerwürfel erfordert, also kostenlos ist. Und das macht er jetzt mit den Kreaturen und wir möchten sie für einen Angriff auf die Veteranen aktivieren. Die Angriffsreichweite ist ein langer Maßstab, da sind wir also entspannt drin. Also bewegen wir jetzt die Kreaturen in Base-Kontakt mit der feindlichen Einheit. Und zwar so viele Modelle müssen in Base-Kontakt kommen, wie ihr könnt. Alle anderen reihen sich entsprechend dann hinten auf. Das klappt jetzt hier bei den drei Kreaturen sehr gut. Und so kann es jetzt also zum Gemetzel kommen. Was sich nämlich einer Angriffsaktivierung anschließt, wenn die Kreaturen dann angekommen sind, ist der Nahkampf. Zunächst ermitteln wir wieder den Angriffspool unserer angreifenden Einheit, in dem Fall die Kreaturen, vierbeinig. Und wir haben hier eine Kampfkraft von 5. Das ist immer die Zahl vor der Klammer für den Nahkampf, die Zahl in der Klammer ist für den Fernkampf. Wir generieren also pro Modell 5 Angriffswürfel. Gucken wir uns unsere Einheit Kreaturen nochmal kurz an, dann sehen wir, dass wir 3 Modelle stark sind, das heißt, wir generieren satte 15 Angriffswürfel. Ihr könnt am Anfang eines Nahkampfes maximal 16 Würfel generieren, komme was da wolle. Das heißt, mit unseren 15 sind wir verdammt nah am Maximum und können gleich richtig ordentlich zulangen. Genauso wie es im Fernkampf ja ist, haben wir auch im Nahkampf einen Zielwert, den wir erwürfeln müssen. Und das ist auch hier die Rüstung des Ziels. Wir haben jetzt als Gegner Veteranen ohne spezielle Ausrüstung. Und die haben eine Rüstung von 5 im Nahkampf, das wäre die Zahl vor der Klammer, und eine 5 im Fernkampf. Uns interessiert natürlich jetzt die Nahkampfrüstung, deswegen müssen wir jetzt mit unseren 15 Würfeln 5 oder höher erreichen. Der wohl wichtigste Unterschied zwischen Nah- und Fernkampf ist aber, dass im Nahkampf jetzt die Veteranen auch zurückhauen, und zwar mit 2 Angriffswürfeln pro Modell. Bevor wir uns jetzt aber auf den Kopf hauen, müssen wir den Gegner erstmal fragen, ob er denn die Reihen schließen möchte, wenn er das kann. Wir haben jetzt hier Veteranen ohne spezielle Ausrüstung und die haben diese Möglichkeit. Das heißt, sie können auf Angriffswürfel verzichten, nämlich immer die Hälfte der Angriffswürfel aufgerundet, um ihre Verteidigung zu verbessern. Und da diese Veteranen natürlich gegen diesen Ansturm der Kreaturen überleben wollen, werden sie das auch tun.
Wir haben uns ja eben angeschaut, dass die Veteranen pro Modell 2 Angriffswürfel generieren. Das heißt, bei 4 Modellen kommen wir auf 8 Angriffswürfel. Um die Reihen zu schließen, müssen sie davon jetzt also die Hälfte, demnach 4 Angriffswürfel, ablegen. Nachdem das also geklärt ist, können wir jetzt mit den Kreaturen zuhauen. Wir haben 15 Angriffswürfel und unser Ziel ist die Rüstung der Veteranen oder höher, also 5 oder 6. Unsere Kreaturen erzielen stolze 5 Treffer mit ihrem Wurf. Das reicht potenziell aus, um die Veteranen komplett zu vernichten, denn sie sind nur 4 Modelle groß. Das heißt, wenn mindestens 4 Treffer jetzt davon durchkommen, sind die Veteranen ausgelöscht. Bevor wir doch die Würfel für die Veteranen schmeißen, müssen wir natürlich auch gucken, was ist denn das Ziel. Und da schauen wir wieder in unser Armeeblätter, das ist jetzt hier leider ein bisschen aus dem Fokus. Da haben wir es, Kreaturen, vierbeinig, haben im Nahkampf eine Rüstung von 4 und im Fernkampf von 3. Die sind also ein ganzes Stück anfälliger als die Veteranen. Die Veteranen mit ihren verbliebenen 4 Angriffswürfeln haben nun also das Ziel von 4, 5 oder 6, denn die Rüstung ist 4. Und seht da, sie schaffen 2 Treffer. Nun geht's an die Verteidigung und wir fangen mit den Veteranen an. Wie im Fernkampf auch, gibt's im Nahkampf einen festen Wert, den wir in der Verteidigung erreichen müssen, und der ist 5. Und die Veteranen bekommen 5 Würfel, weil sie ja 5 Treffer erlitten haben. Da die Veteranen aber die Reihen geschlossen haben, verteidigen sie jetzt besser, sie gelten als in harter Deckung und wenn man in harter Deckung ist, verteidigt man im Nahkampf auf die 4. Das heißt, mit den 5 Würfeln müssen sie jetzt versuchen, eine 4, eine 5 oder eine 6 zu erzielen. Grundsätzlich könnt ihr euch immer merken, alles was auf die 4 plus trifft, ist quasi eine Chance von 50-50 und die haben wir hier mehr als übererfüllt mit 4 erfolgreichen Verteidigungswürfen. Allerdings konnte durch diese 2 Eintreffer nicht verhindert werden. Doch auch unsere Kreaturen haben ja 2 Treffer durch die Veteranen erlitten und die müssen jetzt natürlich auch verteidigt werden. Da sie als Angreifer nicht die Reihen schließen konnten, würfeln sie ganz normal auf den Zielwert von 5. Und seht da, beide Treffer kommen tatsächlich durch. Das heißt, wir haben einen nicht verhinderten Treffer auf Seiten der Veteranen und 2 auf Seiten der Kreaturen. Diese werden jetzt in Verluste umgewandelt. Das heißt, wir müssen für jeden nicht verhinderten Treffer ein Modell aus der Einheit rausnehmen. Hierbei können natürlich auch wieder Sonderregeln zum Tragen kommen, bei den Veteranen allerdings nicht, da ist das einfach, wir haben einen Treffer nicht verhindert, also muss ein Veteran die Heimreise antreten. Bei den Kreaturen ist das ganze Thema schon ein bisschen komplizierter. Denn unsere Kreaturen haben die Sonderregel Zähigkeit, und zwar Zähigkeit 1. Wenn ihr Ära der Kreuzzüge oder Ära der Wikinger spielt, dann werdet ihr Zähigkeit vor allem von eurem Kriegsherrn kennen, denn der hat auch Zähigkeit 1. In Ära der Magie hingegen werden euch einige Modelle begegnen oder einige Einheitentypen begegnen, die Zähigkeit 2 bis hin sogar zu Zähigkeit 3 haben. Zähigkeit 1, 2 und 3 gibt also an, wie viele Modelle ich denn entfernen müsste, die ich in eine Ermüdungsmarke umtauschen kann. Das heißt, mit Zähigkeit 1 kann ich statt ein Modell zu entfernen eine Ermüdungsmarke nehmen, das ist jetzt hier bei den Kreaturen der Fall. Mit Zähigkeit 2 könnte ich also statt 2 Modelle zu entfernen eine Ermüdungsmarke nehmen und mit Zähigkeit 3 entsprechend statt ganze 3 Modelle zu entfernen, bekomme ich lediglich eine Ermüdungsmarke. So, was mache ich also mit meinen Kreaturen jetzt? Ich könnte natürlich sagen, nee, ich nehme keine Ermüdung, sondern ich nehme hier einfach 1, 2 Modelle raus. Kann ich machen. Ist aber ziemlich unsinnig, denn je weniger Modelle ich habe, desto weniger Angriffswürfel schmeiße ich natürlich auch. Deswegen will ich immer versuchen, möglichst viele Modelle zu behalten und nehme stattdessen für die 2 verbüßten Treffer 2 Ermüdungsmarken. Es wurde jetzt keine Einheit vollständig vernichtet, deswegen muss ich jetzt eine der beiden Kontrahenten zurückziehen. Und das funktioniert wie folgt. Zunächst ermitteln wir, wer Sieger und wer Verlierer dieses Nahkampfs ist, denn der Verlierer ist der, der sich zurückziehen muss. Das ermittelt man einfach, indem man mal schaut, wie viele Modelle hat in jeder Einheit verloren. Die Veteranen haben ein Modell verloren, die Kreaturen haben gar kein Modell verloren, denn wir konnten dank Zähigkeit das ja verhindern. Nun müssten sich also die Veteranen als Verlierer dieses Nahkampfs zurückziehen. Es gibt allerdings eine Besonderheit im Nahkampf bei Saga. Wenn der Gegner nämlich von harter Deckung profitiert, beziehungsweise wenn der Verlierer des Nahkampfes von harter Deckung profitiert,
dann muss sich der Angreifer zurückziehen, es sei denn, er ist in der Überzahl. Die Veteranen haben durch Schließen der Reihen von harter Deckung profitiert, also müssen sich unsere Kreaturen zurückziehen. Natürlich gibt es auch beim Zurückziehen eine feste Reihenfolge, wie wir das machen. Wir müssen nämlich mal zuerst ermitteln, welches Modell zieht sich denn zuerst zurück. Ein Rückzug erfolgt immer mit einem kurzen Maßstab. Deswegen nehme ich hier mal die Ermüdung auf Seite. Und ja, welches Modell muss er nun zuerst? Das ermitteln wir, indem wir gucken, welches unserer Modelle ist denn am weitesten von der gegnerischen Einheit entfernt. Das muss hier dann quasi ja einer der äußeren sein. Je weniger Modelle ihr habt oder desto größer die Base sind, desto schwieriger ist das. Denn ihr zieht von diesem Modell jetzt eine gerade Linie zur gegnerischen Einheit. Nicht zum letzten Modell der Einheit, einfach nur zu der Einheit. Und da kann man jetzt natürlich viele Linien ziehen. Aber wir nehmen jetzt mal so hier, das sieht relativ gerade aus. Und in dieser Flucht ziehen wir uns mit dem ersten Modell einfach gerade einen kompletten kurzen Maßstab lang zurück. Passt hier bei größeren, eckigen oder ovalen Bases dann auch auf, dass wenn ihr euch dabei dreht, dass sich wirklich kein Teil der Base weiter als kurz bewegt hat. Das gilt generell für alle Bewegungen. So, die restlichen Modelle der Einheit, die ziehen sich jetzt in beliebiger Richtung, aber auch einen vollen kurzen Maßstab weit zurück. Wichtig ist dabei nur, dass sie den Formationsradius einhalten. Ich kann also jetzt in verschiedene Richtungen mit meinen Kreaturen gehen. Auch beim Rückzug gilt, wenn ich entsprechend ins Gelände dadurch komme, dann muss ich da halt auch rein. Habe ich eben Pech gehabt. Passt also bei Sümpfen und Co. auf. Zu guter Letzt bekommt jetzt noch jede Einheit, die am Nahkampf beteiligt war, eine Ermüdungsmarke, bis maximal ihr Erschöpfungslimit erreicht wäre. Wenn sie also schon erschöpft ist, kann sie keine weitere Marke bekommen. Die Kreaturen sind jetzt übrigens mit 3 Marken noch nicht erschöpft, denn sie haben in ihrer Demagie eine neue Sonderregel eingeführt, die heißt groß. Dadurch steigt ihr Erschöpfungslimit unter anderem auf die 4. Damit haben wir also auch unseren ersten Nahkampf erfolgreich abgehandelt. Jetzt gucken wir mal, welche Optionen wir noch haben. Die Krieger haben sich ja schon bewegt, die Kreaturen haben angegriffen. Jetzt haben wir noch unseren Magier, der könnte sich noch selber aktivieren. Und wir haben noch unsere Veteranen, für die haben wir ja auch noch einen Würfel auf dem Brett. Außerdem haben wir natürlich noch die Möglichkeit zu zaubern. In welcher Reihenfolge wir was machen und ob wir überhaupt was machen, ist natürlich völlig uns überlassen. Aber ich glaube, wir wollen mal jetzt gleich noch ein bisschen zaubern. Unser Magier, der Nekromant, der kann sich ja mit Folgt mir selbst aktivieren und das macht er jetzt für eine Bewegung. Da der auf einem Pferdchen sitzt, darf der auch bis zu L weit sich bewegen oder eben zweimal M, aber soweit will der gar nicht. Ein bisschen nach vorne, um ein besseres Blickfeld auf die Bogenschützen zu haben, reicht ihm hierbei aus. Auch unser Nekromant hat 3 Zaubersprüche aus verschiedenen Zauberschulen. Und da unser Ziel jetzt in diesem Zug ist, ein bisschen was gegen die Bogenschützen zu machen, wird der Zauberschatten das Mittel der Wahl werden, denn der verbessert unsere Chancen im Fernkampf. Doch bevor er Schatten spricht, möchte er zunächst mit Ritual dafür sorgen, dass das Ergebnis von Schatten auch dem entspricht, was wir haben wollen. Denn mit Ritual haben wir die Möglichkeit, im nächsten Zauber zum Beispiel die Magiewürfel neu zu werfen oder im maximalen Effekt sogar den Würfel direkt selber zu bestimmen. Also zaubern wir zunächst Ritual mit bis zu 2 unserer Magiewürfel. Da wir aber gleich ja noch mal zaubern wollen, nehmen wir jetzt nur einen. Einer reicht auch in dem Fall aus. Wir schmeißen den und haben das häufigste Ergebnis, den minimalen Effekt. Und er erlaubt uns jetzt beim nächsten Zauber bis zu 2 Magiewürfel neu zu schmeißen. Weiter geht's dann also mit dem Zauberspruch Schatten, denn der ist ein Schutzzauber gegen den Fernkampf für alle Einheiten, die innerhalb von kurz um unseren Magier stehen. Das sind in dem Fall die Kreaturen und die Veteranen und der Magier auch selber, denn eine Einheit gilt immer als innerhalb von kurz, M, wie auch immer, zu sich selbst. Wir werfen also unseren verbliebenen Magiewürfel für den Zauber Schatten. Das ist wieder nur das häufige Symbol, aber wir haben ja Ritual gewirkt und haben jetzt die Chance, diesen neu zu werfen, um vielleicht ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und siehe da, wir haben das mittlere Symbol erwürfelt und das ist ausreichend für den optimalen Effekt des Zaubers. Und der erlaubt uns jetzt, wann immer die gewählten Einheiten innerhalb von K Ziel eines Fernkampfs werden, gelten sie in leichter Deckung, selbst wenn sie, wie die Kreaturen, weil sie groß sind, normalerweise nicht von leichter Deckung profitieren könnten. Also, wir halten fest, bis die Untoten wieder dran sind, kann der Nekromant in leichter Deckung, die Kreaturen können in leichter Deckung,
Und auch die Veteranen können leichte Deckung. Feine Sache das. Doch was heißt leichte Deckung? Im Endeffekt ganz einfach, wenn eine Einheit in leichter Deckung ist, dann verteidigt sie im Fernkampf mit dem Zielwert von 3 statt mit der 4. Das gilt übrigens auch für die Bogenschützen, die stehen nämlich ja in Gelände drin, in diesem Feld, und ein Feld verleiht ebenfalls leichte Deckung. Übrigens, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Magie-Erklärvideo. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen älter, aber da tauchen wir nochmal ein bisschen tiefer in das ganze Magie-Thema ein. Als letzte Aktivierung in diesem Zug haben wir ja noch einen Würfel für unsere Veteranen hingelegt. Und die wollen wir jetzt aktivieren, und zwar praktischerweise auch für einen Angriff auf die Veteranen der großen Königreiche. Angriffsdistanz ist L bei meinen berittenen Einheiten. Also kommen wir jetzt in gerader Linie dahin. Wir nehmen also das erste Modell und bringen es in Base-Kontakt mit der gegnerischen Einheit. Jetzt müssen wir die anderen Modelle, die noch übrig sind, auch, wenn möglich, in Base-Kontakt bringen oder zumindest dann, wenn es nicht in Base-Kontakt geht, so nah wie möglich an den Gegner heran. Dabei müssen wir aber natürlich irgendwie an dem Nekromanten vorbeikommen. Bei dem geht das noch, durch Modelle der eigenen Einheit darf ich mich sogar durchbewegen, also komme ich mit dem zweiten Modell hier an und bin sogar noch in Base-Kontakt. Beim dritten Modell wird das jetzt schon ein bisschen schwieriger, denn der kommt in so einer direkten Linie zum Feind hin gar nicht am Nekromanten vorbei. Also müssen wir das Ganze an einem etwas anderen Winkel durchführen und laufen hier am Nekromanten vorbei. Dadurch endet die Bewegung, weil sie auch möglichst nah am Gegner enden muss, jetzt hier. Das ist aber alles gar nicht so schlimm, denn bei berittenen Einheiten haben wir sogar gar noch einen viel, viel größeren Formationsradius von einem mittleren Maßstab und da sind wir ja ganz entspannt drin. Aber wie beim Zurückziehen schon gesagt, Bewegung in Saga ist so ein Ding für sich. Gefühlt kann man sich noch so anstrengen, so hundertprozentig wird man es wahrscheinlich nie richtig hinbekommen, aber versucht einfach, euch so ordentlich und vernünftig wie möglich zu bewegen, dass ihr da keine unfairen Vorteile euch generiert. Aber jetzt geht's erstmal in den Nahkampf. So, wie ist jetzt der Unterschied zum Nahkampf eben? Nun, zum einen sind die Einheiten etwas schwächer und die Veteranen der Königreiche haben eine Ermüdungsmarke. Das gibt uns jetzt natürlich ein paar neue Optionen. Generell, das haben wir jetzt bis jetzt noch ausgelassen, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, für eure eigene Aktivierung oder die Aktivierung des Gegners Saga-Sonderfähigkeiten zu spielen, die euren Würfelpool für Angriffs- oder Verteidigungswürfel beeinflussen. Wie das genau funktioniert, da habe ich mal ein ausführliches Fracht den Richard zu gemacht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Für dieses Einsteiger-Tutorial hier will ich das Ganze mal ein bisschen einfacher halten. Aber die Ermüdung, die werden wir im Nahkampf häufig nutzen können und so wollen wir das auch jetzt machen. Denn wir haben jetzt zwei Optionen. Der Angreifer entscheidet immer zuerst, was er machen möchte. Entweder eine Saga-Sonderfähigkeit einsetzen oder eben Ermüdung vom Gegner nutzen. In dem Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, die Rüstung der Veteranen, die ja bei 5 im Nahkampf liegt, durch das Wegnehmen der Ermüdungsmarke auf die 4 zu senken oder sogar unsere eigene Rüstung, die bei unserem berittenen Veteran auch bei 5 liegt, auf die 6 zu erhöhen. Einfach indem wir die Ermüdungsmarke wegnehmen. Wir können die Marke aber natürlich auch liegen lassen. Die Königreichsveteranen haben jetzt die Reihen geschlossen und deswegen verteidigen sie gleich besser. Das sollten wir hier in dem Fall zu unserer Gunsten ein bisschen verschieben, indem wir die Rüstung auf die 4 zum Beispiel senken. Oder aber wir sagen, naja, die Veteranen hauen uns trotzdem ja noch ganz gut zurück. Wir wollen nicht, dass unsere Modelle in Gefahr geraten und gehen deswegen mit unserer Rüstung auf die 6. Das kommt immer so ein bisschen auf eure Taktik, auf eure Battleboards, auf den Gegner und so weiter an, was ihr vorhabt. In dem Beispiel gehen wir jetzt mit der Rüstung der gegnerischen Veteranen auf die 4 runter. Wenn wir jetzt auch Ermüdung hätten, dürfte jetzt unser Gegner natürlich das gleiche tun. Und so weiter und so fort, immer hin und her, bis beide Spieler sagen, sie wollen nichts mehr machen. Ermitteln wir also jetzt mal unseren Angriffspool. Wir haben 3 Veteranenmodelle und jedes gibt uns, wie wir wissen, 2 Angriffswürfel im Nahkampf. Somit haben die Untotenreiter 6 Angriffswürfel in diesem Nahkampf. Und auch bei den großen Königreichen haben wir 3 Veteranenmodelle stehen und auch hier wissen wir, jedes gibt 2 Angriffswürfel im Nahkampf. Sie haben also an sich auch 6 Angriffswürfel, allerdings haben sie die Reihen geschlossen und müssen jetzt die Hälfte dieser Angriffswürfel ablegen, in dem Fall 3. Als nächstes schauen wir also wieder
was wir mit unseren 6 Würfeln jetzt als Zielwert haben. Und das ist die Rüstung der Königreichsveteranen. Und die haben wir ja auf die 4 gesenkt dank der Ermüdung. Das heißt, wir treffen jetzt auf die 4 oder höher. Und da liegen wir genau im Schnitt, denn wir haben 3 Treffer erzielt. Im ersten Nahkampf hatte ich euch gezeigt, wie die Reihenfolge von Angriffs- und Verteidigungswürfen im Regelbuch passiert. Ich mache es tatsächlich lieber anders. Ich schmeiße erstmal für die Angreifer die Angriffswürfel und anschließend direkt die Verteidigungswürfel des Verteidigers und nicht die Angriffswürfel des Verteidigers. So vergisst man nicht zwischendurch, wie viele Angriffswürfel denn der Angreifer jetzt eigentlich geschafft hat. Also Verteidigung, 3 Würfel, weil wir ja 3 Treffer hatten, und wir verteidigen auf die 4, weil wir die Reihen geschlossen haben, haben also einen Treffer verhindert, 2 nicht, das heißt gleich werden 2 Veteranenmodelle gehen müssen. Jetzt schmeißen wir die Angriffswürfel der verteidigenden Einheit. Das sind 3 Stück. Unsere Reiter haben im Nahkampf eine Rüstung von 5 und diese 3 Treffer gehen also ins Leere. Die Veteranen müssen 2 Modelle entfernen. Dabei ist wichtig, dass das zuletzt entfernte Modell in Base-Kontakt zum Gegner war. Das ist nur das hintere und deswegen bleibt das als letztes jetzt stehen. Wichtig ist, wenn die komplette Einheit vernichtet wird, welches Modell ihr zuletzt wegnehmt. Dafür habe ich auch ein separates Video gemacht, findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Stichwort Rog Rule. In diesem Nahkampf ist eindeutig klar, die Wikinger sind die Verlierer dieses Nahkampfs. Und zwar haben sie jetzt die Reihen geschlossen, jedoch sind die Untoten definitiv in der Überzahl, weshalb sich unser verbliebener Wikinger hier jetzt zurückziehen muss. Wir gucken wieder erst das nächste Modell am Gegner und muss ich also in direkter Linie zum Gegner kurz weit zurückziehen. Und zu guter Letzt bekommt natürlich auch hier jede am Nahkampf beteiligte Einheit eine Ermüdungsmarke verpasst. Somit wird die komplette Runde 1 abgehandelt. Die großen Königreiche waren am Zug, die Untoten waren am Zug. Weiter wird es jetzt in Runde 2 gehen, da gucken wir uns noch mal ein paar andere Sachen an, aber das ganze Thema Nahkampf haben wir, glaube ich, in diesem Teil schon mal gut abgehandelt. Habt ihr bis hierhin noch weitere Fragen, dann lasst mir das gerne in den Kommentaren einmal da. Ansonsten schaut in meine Frag den Richard Videos, da habe ich schon ziemlich viel auch für euch erklärt. Lasst mir vor allem gerne ein Like, ein Abo da und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, viel Vergnügen, euer Richard. Wenn ihr Bock habt, diesen Kanal etwas zu unterstützen, dann schaut doch mal bei Amazon rein. Vielleicht sind diese Shirt-Designs was für euch. Ansonsten findet ihr direkt hier den Abo-Button und das nächste Video, was für euch auch noch interessant sein könnte. Vielen Dank!